Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur, welche sich spezialisiert hat auf die Erstellung wissenschaftlicher Texte. Heute haben wir das Thema akademische Ghostwriter bei GWriters. Wer steckt eigentlich dahinter? Viele Kunden fragen uns, was hat mein Ghostwriter eigentlich für ein Profil? Wie im akademischen Ghostwriting üblich, sind beide Seiten anonym. Dennoch möchten wir euch heute einmal drei Profile anonymisiert vorstellen und drei Experten aus unserem Hause einmal etwas beschreiben, damit ihr einen besseren Eindruck bekommt. Wir fangen an mit dem Supervisor. Supervisor bei GWriters sind ursprüngliche Ghostwriter, welche sich allerdings als Zweitkorrektor bewährt haben, da sie eine Vielzahl von Aufträgen bereits sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen haben und für eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen konnten. Unser Supervisor in dem Falle ist 47 Jahre alt, hat einen Diplomabschluss im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und über 10 Jahre Leistungserfahrung und Erfahrung in der Dozententätigkeit. Unser Supervisor hat über 100 erfolgreiche Aufträge Korrektur gelesen und diverse Fehler erkannt und gebannt. Diese Aufträge umfassen natürlich wissenschaftliche Aufträge im größten Teil, einige fiktionale Aufträge, bei denen kein besonderes Fachwissen erforderlich ist, sondern rein das scharfe Auge unseres Supervisors, und er bearbeitet Aufträge aus diversen Fachbereichen der Wirtschaftswissenschaften. Die zweite Person ist ein Native Speaker, in dem Fall eine Dame. Sie ist 39 Jahre alt, hat in England gearbeitet, ist dort aufgewachsen und dementsprechend auch ihren MBA gemacht, ist bereits mit 12 Jahren Erfahrung als Universitätsdozentin dabei gewesen und nun in der Unternehmensberatung tätig. Sie arbeitet für eine große Unternehmensberatungsgesellschaft und ist auch auf dem internationalen Gebiet tätig. Ihr Spezialgebiet sind die Korrekturen englischer Texte, das Verfassen englischer Texte, Ghostwriting, insbesondere zu BWL-Themen, da sie sich in dem Bereich besonders auskennt, und die Erstellung von Präsentationen. Unsere letzte Person, die wir heute vorstellen, ist der akademische Ghostwriter, in dem Fall 42 Jahre alt der Herr. Kommt aus den Ingenieurswissenschaften, hat ein Diplom in dem Bereich, was wir geprüft haben, 15 Jahre Erfahrung als akademischer Ghostwriter, nicht die ganze Zeit natürlich für uns, allerdings hat er entsprechende Arbeitsnachweise geliefert, welche uns überzeugt haben und sich natürlich bei diversen Aufträgen bereits bewährt. Favorisiert dementsprechend natürlich technische Themen und kommt auch häufig zum Einsatz, wenn größere Arbeiten geschrieben werden aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, also Wirtschaftsingenieurwesen zum Beispiel, wird er herangezogen, um in interdisziplinären Teams eben zu arbeiten und seine Expertise einzubringen. Ich hoffe auch, wenn die Profile anonymisiert sind, konnten wir euch ein etwas besseres Bild von unseren Ghostwritern geben und freue mich, dass ihr zugeschaut habt.